Wenn man in Berlin über Comics spricht, kommt man am Verlag Reprodukt eigentlich nicht vorbei. Weil Sie so spannende Geschichten veröffentlichen, haben Sie jetzt vom Berliner Senat einen Förderpreis bekommen und Besuch von uns. Ich fände es halt cool, wenn es irgendein Firmenaufdruck wäre, weil die immer irgendwie Markennamen rumlaufen, aber irgendwas. Die Geburtsstunde eines Comics im Reprodukt Verlag im Wedding. Hier am Schreibtisch zeigt Marvel seine ersten Ideen für einen Kindercomic, der im nächsten Jahr erscheinen soll. Das Cover ist noch nicht das endgültige, das wird noch mal überarbeitet. Und einfach mal, dass man mal vorher so ein bisschen weiß, was für ein Format man überhaupt macht. Dass man jetzt nicht denkt, ich plane jetzt eine Geschichte von 150 Seiten und dann sagt der Verlag, aber na, bei den Kindercomics machen wir eher nur kleinere Bücher und so. Es wird das 11. Buch, das Markus Witzel alias Marvel als Comicautor veröffentlicht. Er erzählt nicht von Superhelden, sondern tragikomische Geschichten, inspiriert von seinem eigenen Leben. Für den 1976 in Ost-Berlin geborenen Künstler ist Reprodukt mehr als ein Verlag. Es ist wie ein Zuhause. Ich bin halt früher mit meinem Fahrrad den ersten selbst kopierten Heftchen durch Berlin gefahren, habe das in irgendwelchen Plattenläden und irgendwelchen Secondhand-Läden. Könnt ihr mal so drei, habt ihr irgendwo Platz, um zwei, drei Heftchen mit auszulegen? Na gut, gib mir her. Und dann fährt man nach einem Monat wieder vorbei, habt ihr was verkauft. Eins ist verloren gegangen, hier hast du 2 Euro oder so. Und dann lässt man es irgendwann sein. Also ich weiß, wie schwer das ist, die Bücher überhaupt rumzuschicken. Und natürlich ist es halt sehr geil, bei einem Verlag zu sein, wo einfach also mein erstes Buch, was hier erschienen ist, das wurde schon mal die Hälfte der Auflage verkauft, einfach nur wegen dem richtigen Label unten drauf, weil halt Reprodukt drauf stand. Büroalltag bei Reprodukt, gezeichnet von Marvel. Rund 40 Bücher bringt der kleine Verlag im Jahr heraus. Eine Handvoll Mitarbeiter kümmert sich um über 100 Comicautorinnen und Autoren mit sehr individuellen Handschriften. Aber woran erkennt man eigentlich, ob man zu Reprodukt passt oder nicht? Weil die alle so coole Brillen haben, weiß ich nicht. Du bist sozusagen die Summe von dem, was Reprodukt von Anfang an gemacht hat. Ich bin sozusagen die Summe von dem, was Reprodukt. Genau, stimmt, genau, die autobiografischen Geschichten, damit ging es ja auch los, ja. Signierstunde in einem Comicladen im Prenzlauer Berg. Katja Klengel ist neu bei Reprodukt. Girlsplaining, Mädchenerklärungen heißt ihr Comic. Feminismus trifft beißenden Humor. Wussten Sie, dass es eine Klitoris gibt? Nur wenn sie bei den Angeboten stand. Katja Klengel ist 1988 in Jena geboren und hat in Berlin ein Drehbuchstudium beendet. Zu Reprodukt kam sie über ihre Comic-Kolumne im Internet. Für mich ist Zeichnen einfach das Medium, weil ich das schon seit ich ein Kind bin gemacht habe. Es war mein Ausdrucksmittel. Wenn ich irgendwie mich einsam gefühlt habe, saß ich dann eben am Zeichentisch und habe gezeichnet. Und das ist für mich heute eigentlich immer noch so. Der Stift ist da einfach das beste Mittel. Winterruhe gibt es im Reprodukt Verlag übrigens nicht. Es gibt noch viel zu tun, um dem Comic auch hierzulande die Wertschätzung zu geben, die ihm gebührt. Selbst ein Bestseller wie Kinderland, den es in 6 Sprachen gibt, macht seinen Autor allenfalls berühmt, aber leider nicht reich. Man darf nicht den Fehler machen, sich den halt Stundenlohn auszurechnen, aber irgendwas, wo dann auch mal die Eltern mal sehen, Mensch, das ist ja doch ein richtiger Beruf, den der Junge dann macht. Und jetzt ist Marvel der erste Deutsche, der Lucky Luke zeichnen darf. Für einen großen Verlag. Aber sein Herz schlägt für Reprodukt.